Hallo, liebe Freunde von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von Westen bis Osten. Ich bin euer Nixer und das hier ist The Legend of Zelda, A Link to the Past. Und nebenbei ist das hier auch noch der, wow, Wassertempel. Und bevor ich den jetzt betrete, sollte ich vielleicht kurz noch meine Lebensenergie auffrischen, die irgendwie etwas, naja, ramponiert ist, mitgenommen. Kann eine Lebensenergie ramponiert sein? Oder mitgenommen? Keine Ahnung. Ist aber auch egal. Hauptsache ist, ich weiß, dass hier ein Feenbrunnen ist und kann hier meine Lebensenergie wieder auffüllen und dann ist alles in Butter. Und dann sehen wir uns diesen zweiten Wassertempel in diesem Spiel an, ja. Also, kann man so sagen, ne? Es ist wirklich der zweite Wassertempel. Aber, okay. Sehen wir doch mal nach. Ah, wunderbar. Nein, nicht wunderbar. Oh Mann, Irren ist männlich. Ihr seht oben an der Wand diese komischen Eisdinger. Ah ja, wusste ich doch, dass wenigstens einer von denen leben muss. Aber okay. Ihr seht schon, ich kann ihnen mit meinen Schwertschlägen überhaupt nichts anhaben. Aber ich kann sie flambieren. Und hier ist auch ein Tipp von... Na, wer spricht da mit mir? Keine Ahnung. Nixan, die magischen Flammen werden dich in diesem eisigen Verlies schützen. Toll, danke. Das war der Hinweis des Jahres. Mit diesen Statuen hat es auch irgendwas auf sich. Irgendwann wird ein da sein, der wir die Zunge rausziehen können, aber... Weiß der Geier wann. Oh, und apropos magische Flammen. Ich glaube, ich steig mal lieber mit meiner Waffe ein bisschen um. Hallo, ihr lieben Viecher. Ihr sollt jetzt alle jämmerlich sterben und mir am besten einen Schlüssel hinterlassen, weil irgendwie ist da eine verschlossene Tür. Und wenn ich die öffnen könnte, wäre das schon irgendwie hilfreich. Na, wie sieht's aus? Ja, Bombe, Schlüssel und Magie, na? Ich komme nicht mehr von der Stelle. Ja, also diese Bodenfläche hier ist eisig. Ihr seht schon, ich rutsche, wenn ich hier rumlaufe und, das ist so mit einer der Schwerpunkte in dem Dungeon, dass eben der Boden gelegentlich ungünstig zu begehen ist, sagen wir mal so. Und, an der Stelle ist es dann eben hilfreich, wenn man ein bisschen vorsichtig ist, wenn man durch die Gegend läuft, aber soll jetzt momentan auch nicht so wichtig sein. Okay, dieser Raum ist ja mal mega cool. Wir sehen auf der rechten Seite einen Schalter, an den ich nicht rankomme, also im Boden, und drei verschlossene Türen. Das ist herrlich. Wenn wir jetzt von diesem Raum aus wieder hochgingen, wow, dann wäre dieser Schalter betätigbar, allerdings gehen wir nicht in die obere Tür. Also machen wir hier erstmal alles kalt, weil ich will wissen, ob es hier einen Schlüssel gibt oder sowas. Wäre ja möglich. Zack. Ja, damit habt ihr nicht gerechnet, ihr hässlichen Pinguine. Haha. Und die Magie sollte ich eigentlich mitnehmen. Bevor mir die Magie irgendwann mal ausgeht hier. Also ihr merkt schon, das Feuermedaillon macht sich schon wieder extrem nützlich. Okay, nur ein Kompass, das ist ja witzlos. Und, deshalb ist es wirklich wunderbar, wenn man dieses Feuermedaillon gleich zu Anfang mitnimmt, bevor man in die Schattenwelt geht. Weil es macht es einfach alles so viel einfacher. Das ist herrlich. Also im Prinzip braucht ihr euch mit den Gegnern gar nicht mehr rumzuprügeln. Schon gar nicht, wenn es so viele sind. Das macht keinen Sinn. Ihr macht denen eh kaum Schaden. Und ihr braucht ewig, bis ihr sie verprügelt habt, bis ihr sie alle tot habt. Lasst euch dann noch 10-mal treffen oder so. Und dann ist es doch irgendwie einfacher, die mit einem Treffer zu killen. Und nebenbei noch diese Feder einzusammeln, die hier rumfliegt. Feen außergewöhnlicher Tarnung, okay, aber... Ja, immerhin Fee. Au. Hey. Blödes Vieh. Na, also geht doch. hier muss irgendwo ein Schalter versteckt sein, nehme ich mal an. Ja, das sieht noch ein Schalter aus. Gut. Waffe wechseln. Lebenswichtig. Was haben wir hier? Eine Sackgasse. Sehr schön. Damit wäre das auch geklärt. Aber wir können jetzt, wenn wir den Schalter hier betätigen, wenn ich ihn treffe, ja, können wir hier lang, können jetzt wieder auf den Schalter treten, dann gehen alle Türen wieder auf und dann kann ich oben lang. Unglaublich, oder? Ja, gigantisch schweres Rätsel, wie man hier weiterkommen soll. Ach, ich hasse euch. Sterbt einfach. Ich bin mal gespannt, ob der Schalter hier jetzt auf blau umschaltet. Ihr seht ja rechts, es steht so ein Schalter, der im Moment rot ist. Und er lässt sich davon gar nicht beeindrucken. Okay. Bestimmt gibt es hier Bomben oder so. Ja, das war ja anzunehmen. Weil wir müssen ja irgendwie diesen Schalter betätigen können, nachdem wir hier hinten durchgegangen sind. Sonst können wir ja nicht da drüben runter. Und nebenbei müssten wir auch dann hier das Eckchen noch freisprengen. Weil sonst macht es gar keinen Sinn, dass wir hier rüber können. Wow, was rede ich mir heute zurecht? Ja, apropos, was rede ich mir heute zurecht? Es ist mittlerweile Donnerstag. Es ist unglaublich. Für morgen ist Mario Kart Wii angesetzt. Und ja, morgen wird es auch definitiv Mario Kart Wii geben. Oh. Ich hasse euch. Stirb und stirb gleich richtig. Genau. Sehr schön. Bombe drauf und stirb. Ja, also diese Gegner kann man nur töten, wenn man sie mit Bomben sprengt, nachdem sie zusammengefallen sind. Den Rest, was ich eigentlich sagen wollte, erkläre ich jetzt gleich, aber erstmal lesen wird, was hier steht. Du kannst den Skelettritter nicht alleine durch das Schwert vernichten.
Sobald das Skelett in sich zusammenfällt, ist er durch eine andere Waffe verwundbar. Ja, durch welche wohl? Vielleicht durch die Waffe, für die wir hier Munition kriegen oder so? Nö, kriegen wir nicht mal. Macht es eigentlich Sinn, hier ein Loch reinzusprengen? Naja, ich meine, die Tür kann ich nicht öffnen, oder? Und irgendwie kann ich auch keine Bomben ablegen. Ah, sehr schön. Okay, man kann also diesen Boden nicht aufsprengen. Gut, man kann aber die Skelette killen und dann geht's trotzdem weiter. Und ich merke gerade, ich habe 40 Bomben, das ist herrlich. Oh, scheiße. Dieser Raum ist unschön, aber lassen wir uns auch nicht von beeindrucken, weil wir haben ja immer noch Feuer. Ja. So, und ich sag gleich mal, worum es geht. Also, ich wollte ja eigentlich schon die ganze Woche The Legend of Zelda A Link to the Past spielen. Also, hätte Sinn gemacht, weil dann hätte ich bald noch mal ein paar Videos, die ich auf YouTube hochladen könnte. Was durchaus für einen Let's Player auch Sinn macht, ab und zu mal ein Video zu haben, das man hochladen kann. Aber dummerweise bin ich mal wieder schwer verplant. Also, ja, kaum fängt der Ernst des Lebens wieder an, kaum ist der Urlaub rum und man muss arbeiten gehen, kommt auf einmal Gott und die Welt und jeder will irgendwas von einem. Ich weiß jetzt nicht, ob es Sinn gemacht hat, den Schalter auch schon umzuschalten, aber das sehen wir dann gleich. Ja, okay, es macht also keinen Sinn. Und ja, dann muss man eben damit irgendwie zurechtkommen, dass man ein bisschen wenig Zeit hat. Und ja, dann ist es halt irgendwann so, wenn ich keine Videos mehr vorproduziert habe, dass ich dann auch irgendwann nichts mehr hochladen kann. Das macht in gewisser Hinsicht alles irgendwie Sinn, ne? Also, ich meine, ich kann ja nur hochladen, was ich schon aufgenommen habe und fertig produziert habe. Und das war in dem Fall nur Mario Kart Wii, aber da war Mario Kart Wii sicher sowieso allgemein recht hoher Beliebtheit erfreut, sage ich jetzt mal. Also auf jeden Fall kriegt es mal mehr Views und wesentlich mehr Kommentare als Zelda. Überraschenderweise, denn für dieses Spiel habt ihr euch entschieden. Ja, ja, schämt euch. Ja, jedenfalls ist es dann ja ganz gut, wenn ich wenigstens Mario Kart Wii hochladen kann, dann habt ihr wenigstens davon was. Oh, schön. Kommt her, meine Pinguine des Grauens. Ja, schön, wie ihr Informationen auf mich zuschweben wollt. Also, naja, die machen so einen Sprung und schlittern dann auf einen zu, aber egal. Jetzt machen sie es nicht mehr. Und ich kriege jede Menge Magie, das trifft sich gut. So, jedenfalls, jetzt bin ich natürlich wieder ordentlich am Zelda aufnehmen. Das ist interessant, dieses Ding hier. Ich glaube, ich gehe erstmal links, um zu sehen, was da ist. Ein Weg. Ohne Zweifel, ein Weg. Okay. Ob es was zu bedeuten hat, dass hier dieser Klotz rumsteht? Ich meine, der sieht so verdächtig aus, als sollte man ihn verschieben oder so. Nö. Ich krieg's nicht hin, an dem Ding vorbeizulaufen. Das ist herrlich. Also, dieser Eiskram hier ist wirklich toll. Von unten vielleicht? Komm schon, schieb! Es ist unmöglich. Ich rutsche einfach an dem Glotz vorbei und damit ist die Sache gegessen. Komm schon, Link. Okay. Funktioniert auch nicht mit Schieben. Triff mich nicht. Gut. Oh ja, ist noch von der Seite. Auch nicht. Okay. Dann frage ich mich, wofür der Klotz gut sein soll. Ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass irgendwas erscheint, wenn man den da rumschiebt, aber naja, okay. Ich schaff's nicht mal die Treppe runter. Es ist. Gibt's das? Lass mich in Ruhe, du Feuersäule. Komm schon, Stückchen für Stückchen und ja, ich hab's geschafft, ich bin die Treppe runter. Oh, da bräuchte ich wieder Feuer, aber dann nicht ganz so viel wie beim letzten Mal. Hui! Und noch einer. Hui! Und da kommt eine Truhe. Mit Bomben. Zu welchem Zweck auch immer, weil hier ist zwar noch ein Boden, aber ich weiß absolut nicht, wo das hinführen soll. Und irgendwie ist hier ja überall der Boden kaputt. Vielleicht soll das irgendwas bedeuten, vielleicht auch nicht. Aha, da kann man auf jeden Fall runter. Die Frage ist nur, wofür das hin? Sehen wir es uns mal an. Es muss irgendeinen Grund geben, dass man es aufsprengen kann. Ja, wenn wir jetzt einen Masterschlüssel hätten, wäre das eine tolle Sache hier. Dann würden wir das Dungeon-Item kriegen, was immer es auch ist. Aber vielleicht später irgendwann. Hier brauchen wir auch einen großen Schlüssel, sonst kommen wir nicht in diese Tür. Aber okay. Und das Loch im Boden hat bestimmt auch wieder irgendeine Bedeutung, die mir im Moment noch fremd ist. Ja, also hätte diese Steuerung mal ein bisschen schneller reagiert, wäre das jetzt alles kein Problem gewesen, aber egal. Ich weiß nicht, muss ich hier die ganzen Gegner killen, damit es weitergeht, oder ist hier irgendwo ein Schalter versteckt? Oh Mann, ich sollte mich weniger treffen lassen. Da ist ein Schlüssel. Die Frage ist, brauche ich den Schlüssel für irgendwas? Gut, Fee. Unten ist jedenfalls eine Tür. Die ist nicht abgesperrt, die ist einfach nur verschlossen durch Mechanismus. Mechanismus, genau. Und da ist der Schalter für den Mechanismus. Genau, wunderbar.
Jetzt müsste ich nur noch... Na, vielleicht mal die ganzen Krüge hochheben, damit ich sehe, ob hier noch irgendwas versteckt ist. Man weiß es ja nie. Aber irgendwie habe ich immer noch das Problem, dass dieser GameCube-Controller nur in der Hälfte aller Fälle mal reagiert auf das, was ich drücke. Also, ich weiß nicht, diese Billig-Kopien sind wirklich grausam. Und dieses Eis ist auch wirklich grausam. Verdammt, ich will hier rein! Oh, Mist. Ich glaube, ich warte mal noch eine Runde. Ich sollte mir Zeit lassen mit der Sache. Weil das hier kann ziemlich ins Auge gehen. Okay, ihr seht schon, das Eis macht mir nicht leicht, mich hier zu bewegen, und die Feuersäule würde mich natürlich runterstoßen, wenn ich mich von ihr treffen lasse. Also ist hier Timing alles. Okay, warum habe ich eigentlich den Enterhaken als Waffe aufgesquält? Weiß ja gar nicht. Funktioniert aber auch ganz gut. Zack. Ja. Gut, was haben wir hier? Ein Schalter und ein Schlüssel. Aber ich habe immer noch keine Karte. Es ist faszinierend. Ja, egal. Jedenfalls, heute wird man nochmal ordentlich Zelda aufgenommen, weil es wurde einfach Zeit und, naja, was heißt ordentlich Zelda aufgenommen? Ich meine, ich glaube, für mehr als 4 Parts, wenn es hochkommt, wird es nicht reichen. Na, würdest du dann bitte? Dankeschön. Und stirb! Und ihr sterbt auch, ihr Viecher. Gut. Ja, also ich glaube einfach nicht, dass ich mehr als eine Stunde aufnehmen kann heute, weil es ist noch so viel zu tun und natürlich muss ich auch heute wieder arbeiten gehen und überhaupt. Die Welt ist gegen mich, morgen muss ich nicht arbeiten gehen, dafür dann wieder Samstag und Sonntag. Also es ist, die Woche ist es wirklich herrlich. Es ist wie zum Nicht-Let's Playen geschaffen quasi. Aber egal, Hauptsache ich habe morgen frei, dann kann ich wenigstens mit euch zusammen Mario Kart Wii fahren, weil es haben sich doch einige Leute angemeldet, was mich sehr freut, weil Mario Kart Wii ist ja schön gut, aber es ist noch viel schöner und noch besser, wenn man es mit seinen Abonnenten spielen kann, oder? Oder mit seinen Zuschauern, wie auch immer. Ich weiß ja nicht, ob mich jeder, der jetzt morgen mitfährt, abonniert hat, ist mir auch relativ egal. Aber ist doch schön, wenn man zusammen fahren kann. Dann habt ihr was davon und ich hab was davon und überhaupt. Und ich muss auch sagen, ich stelle jetzt in letzter Zeit fest, dass ich mich in Mario Kart doch schon auffallend verbessert habe. Also, gerade bei meinen Zeitfahrvideos ist mir schon aufgefallen, da bin ich um einiges besser, schneller unterwegs gewesen als vorher. Das ist hier. Nix an, geh sparsam mit deiner Zauberkraft um. Solange du keine Zauberelixiere besitzt. Ja, oder kein Zauberelixier, ist mir egal, ob du von einem oder mehreren sprichst. Wer spricht da eigentlich mit mir? Ist es Sahrtrala oder ist es Zelda? Weiß man auch nicht, aber egal. Tut auch nichts zur Sache, weil, ich habe genug Magie. Also ich habe ja meine Magieleiste quasi verdoppelt, indem ich den Verbrauch um die Hälfte reduziert habe. Das heißt, die Magieleiste ist genauso lang wie vorher, aber, ja, braucht eben weniger Energie. Okay, das macht jetzt wenig Sinn, hier reinzugehen. Glaube ich jedenfalls. Und ja, Magieleiste. Bla bla bla. Ja, also ich habe auch Zauberelixiere dabei, also was soll's. Ich kann auch ruhig die Magie ordentlich verballern, die ich hier habe, weil... Oh, was war denn das jetzt für ein Anfall? Hier ist doch der Boden gar nicht rutschig. Warum bin ich jetzt da runtergelaufen? Waren das nicht 5 Quallen? Waren das echt nur 4 von Anfang an? Egal, jetzt sind es auf jeden Fall 4 tote Quallen. So, und wir sehen schon, hier gibt es keinen Weg, aber dafür diese komischen Blöcke. Zack. Und so wird's gemacht. Und auf gleichem Weg kann man natürlich auch wieder zurück. Wow. Gut. Ich bin mir jetzt nicht mehr so ganz sicher, wie das Ganze hier vonstatten gehen soll, aber ich glaube, das war gar nicht so falsch, was ich hier gemacht habe. Auch wenn es ziemlich knapp war. Man hätte vielleicht auch mit den Pegasus-Stiefeln durchrennen können und die Sache damit klären können, aber eigentlich egal. Schön, den lassen wir noch stehen, glaube ich, für einen Moment. Oder? Nee, nicht holen. Ja, dann kommt eine Truhe. Aber ich will noch gar nicht zu der Truhe rüber, weil hier ist ein Riss in der Wand. Also gucken wir doch mal, was hier ist. Nichts. Und wo geht's da oben hin? Weiß man, kann man auch keiner sagen oder so. Aha. Das nenne ich mal verdächtig. Haben wir noch so ein Skelettfutzi hier? Scheinbar nicht. Und der lässt wie immer eine Bombe. Wie sich das gehört. Ich meine, klar, wenn ich einen Gegner habe, der mir Bomben verbraucht, dann ist gut, wenn er auch wieder Bomben gibt, weil... ach, dieses Ding. Okay, geh kaputt. Ja, ich muss ja irgendwie dann immer Bomben dabei haben, wenn solche Gegner hier in dem Dungeon auf mich warten. Ups, mit dem Hammer wollte ich eigentlich nicht draufhauen. So, die ziehen wir mal an der Zunge. Zack. Wie angekündigt, irgendwann muss das der Fall sein. Hat mich ja schon gewundert, dass es in dem letzten Tempel, in dem solche Statuen waren, nicht der Fall war, aber... Okay, man kann ja nicht mehr alles 100% wissen. Oh, und ich habe endlich mal die Karte. Das trifft sich gut, dann kann ich endlich mal auf die Karte gucken.
Okay. Den Bereich rechts habe ich noch nicht erforscht. Und, oh, das Ding hat 7 Stockwerke?